Wer sind Sie? Was ist los? Wer sind Sie? Ich kann mich hören. Ich bin Saga Anderson, FBI. Ich kann Sie hören. Cauldron Lake. Ja. Ich bin am Cauldron Lake. Wo sind Sie? Wir sollen kommen. Ich bin in Gefahr. Das Dunkel. Muss aber trotzdem sagen, so der Bereich war ein bisschen eng. Danke. So, scheiße, was tue ich, wo ist er? Und alles drum und dran. Sie haben es gut gemacht, gut gewählt. Aber sobald du dich einmal umdrehen musst, ist er ein bisschen Arsch. Okay, das könnte man vielleicht so machen, dass man vielleicht mit dem Cursor vielleicht sich ein bisschen schneller umdrehen kann. Das könnte man vielleicht auch noch dezent machen. Sind Sie okay? Oh, nein, ich bin schuld. Er entkam mit meinem Gesicht. Scratch! Sir, ganz ruhig. Atmen Sie tief durch. What? Hat die Geschichte verändert. Das Dunkel. Wir müssen es aufhalten, bevor... Ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Wie heißen Sie? Ich heiße Alan Wake. Ich bin Autor. Ich war... Wake? Woher kommen Sie? Sie werden seit 13 Jahren vermisst. 13. Geil. Da frage ich mich jetzt eher, wie machen die das eigentlich mit den Speichern? Weil ich habe nur einmal bis jetzt speichern können. Anderson, wo waren Sie? Das Funkgerät funktionierte plötzlich nicht mehr und dann verschwand die Überflutung einfach. Der wundert sich nicht, dass der Havre da ist. Ist das der, für den ich ihn halte? Ja. Sie, das ist Alan Wake. Ich habe mir eigentlich eher gedacht, ob das er gefangen ist. Er wird Sie zu unserem Auto begleiten. In der anderen Welt. Casey, wir treffen uns vor Ort, nachdem ich mich umgesehen habe. Wenn sich die Überflutung zurückgezogen hat, gibt es dort jetzt vielleicht neue Beweise. Okay, bis dann. Hier hätte man doch gehabt, dass er gefangen ist. Casey? Tut. Bin ich noch immer Ork? Im dunklen Ort? Ork? Nein, Ork? Das kann Ork? Sein. Ich bin draußen. Ich sollte mich umsehen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Zurückgezogen hat, könnte es weitere Hinweise geben. Mhm. Die Überflutung verschwand ganz plötzlich wieder. Ich frage mich, ob der Übergang etwas damit zu tun hat. Oder Nightingale. Okay, man kann aber im Prinzip eigentlich quasi nur laden. Ah, okay, speichert die auch vor 3 Minuten gespeichert und alles drum und dran. Ja, aber das ist noch Kapitel 2, also dementsprechend geschossen. Wollte gerade sagen, so die Taschenlampe ist anscheinend ein bisschen sehr, sehr unnötig. Lassen Sie sich Zeit, doch Sie sollten wissen, dass der Wald gefährlich ist. Ja. Ah, warte mal. Ich muss jetzt einmal kurz wieder zurückgehen. Ich will wissen, was da oben ist. Weil wenn ich da schon mal aufklettern kann, könnte es vielleicht wieder mal eine Dose geben. Wer weiß. Oh. War so klar. Wir gehen lieber wieder weiter. Ist besser. Okay, einen Moment bitte. Schon gut. Lassen Sie sich Zeit. Weil ich würde jetzt mal... Na, muss jetzt nicht hassen. Oh ja. Wir sind mit ihm ja da so entlang gelaufen, bilde ich mir jetzt ein. Oh ja, fix. Fix. Wir sind mit unserem Opfer da entlang gelaufen. Da ist er dann so verwirrt gewesen, da so rauf. Dann hat man nochmal so die ersten 2 Gestalten gesehen und das Ganze. Oh ja, da war ja was. Déjà vu. Man muss schon echt sagen, die Gegner haben es drauf. Die halten echt viel aus. Nicht, dass du sagst, okay, passt, du kannst ein bisschen was auf Reserve machen oder irgendwas so. Nein. Reserve? Gibt's keine Reserve. Und scheißen gehen mit Reserve. Könnte man aber auch sagen, dass man da hier gefightet hat.
Mhm. Was da jetzt nicht, ob ich richtig gehe, aber du wirst mir schon sagen, ob das passt oder nicht. Spiel speichert. Das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Okay. Interessant. Schnellwenden ist irgendwie komisch. Aber na gut. Nur ganz kurz einmal nur schauen. Kartentechnisch. Okay, ich gehe jetzt dann wieder zurück. Glaube, ich habe aber so das Gefühl, dass da sonst nichts gegeben hätte. Aber ich will es trotzdem wissen. Ich will es aber trotzdem irgendwie wissen. Weil ich will nichts verpassen, beziehungsweise verpassen tue ich sowieso irgendwas. Irgendwas Verpassbares gibt es immer. Ich kann nicht immer alles auf einmal finden, aber ich will halt so gut wie möglich. Eine gruselige Zweigskulptur. Das ist es. Alles gefunden haben. Das geht's mal. Das geht's mal. Wahrscheinlich ist da eh sowieso unsere Story. Das ist ja wieder das nächste. Oder mein zum Aufwerten. Ist das das Symbol des Kultesbaumes? Es kann jetzt echt lustig werden. Notizen und Munition. Das Werkzeug der Wahl. Der Kult sieht seine Opfer nicht als Menschen. Interessant. Echt? Nicht schlecht. Aber dafür haben wir wenigstens schon mal wieder eine kleine Erweiterung. Nehmen wir hin. Gott sei Dank Munition. Weil Havitere. Oder? Bist du deppert? Ich bin einfach nur froh, dass wir Munition haben. Sag mal her. Wie schaut's denn damit aus? Oh, ja, Mann. Mach mal weiter mit die Fälle. Oder ein komplett neuer Haberer. Aha! Also über den Kult. Ich muss die Augen offen halten. Das ist ein Hit. Das ist geil. Das ist echt geil. Weiter geht's. würde ich jetzt vielleicht sogar gar nicht dazu nehmen. Kultziele würde ich... Boah, vielleicht. Ah, doch, doch. Passt. Involviert gibt's dann auch noch, gell? Ja, da würde ich aber trotzdem wieder das Zeichen da dazu haben. Passt. Schaut irgendwie aus, werde ich da jetzt irgendwann vergessen. Scheiße. Aber es gibt da noch ein bisschen was. Ah, next. Und schon wieder Fernsehsendung. War super. Zeigt mir aber auch jedes Mal das gleiche ja. Gefühl. Aber passt schon. Würde aber trotzdem gern auch selber speichern können. Gerade bei so einem Game muss man ja nicht alle paar Sekunden speichern müssen. Aber öfters einen Speicherpunkt zu haben, wäre echt, echt geil. Gerade wenn ich ein bisschen was gefunden habe, weißt. Aber es ist jetzt vielleicht wieder auch Kritik auf höchstem Niveau. Weil ich bin da eher so einer, ich beginne gern dort, wo ich auch geendet habe. Das ist ja wieder das. Ich wollte gerade sagen, so geht er überhaupt ins Licht. Ja, und wie er ins Licht geht. Der Lustige. Tiere ist neu.
Tiere ist definitiv neu. Obwohl ich ihn anvisiert habe mit der Taschenlampe. Respekt. Alter, wie fies dieser Wolf ist. Wie fies. Aber geil. Geil, geil, geil. Fies, aber geil. Irgendwas lässt mir keine Ruhe. Ich muss mir die Falltafel ansehen. Falltafel? Wo ist... Aha. Nightingale verschwindet für 13 Jahre, taucht als Leiche auf und verwandelt sich in ein Monster. Ich stoppe Nightingale, dann taucht ein Schriftsteller auf, der ebenfalls 13 Jahre verschollen war. Gibt es eine Verbindung? Was ist das für ein Fall? Aber Leute, dementsprechend würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.